Umgang mit Bigotterie bei anderen. Bigotterie ist ja die Bezeichnung für einen übertriebenen Glaubenseifer, eine kleinliche oder engherzige Frömmigkeit oder auch Scheinheiligkeit. Denn Bigotterie kommt ja vom Französischen, bigot heißt scheinheilig. Bigotterie ist also oft eine unreflektierte Form der Religiosität. Es ist oft auch eine intolerante Auffassung von Religiosität. Bigotterie ist auch eine zur Schau gestellte Frömmigkeit. Wie gehst du damit um, wenn ein anderer so bigott tut? Wenn er also so ganz offensichtlich religiös tut und wenn er so ein Kreuz hat und wenn er dann öfter so laut betet und so weiter und es wirkt irgendwie schräg. Was solltest du da tun? Mein Tipp wäre, ignoriere es einfach. Es gibt Schlimmeres. In einer ziemlich säkularen Gesellschaft, dort ist es okay, wenn jemand seinen Glauben auch mal etwas zur Schau stellt. Es schadet jetzt nichts. Es ist anders als früher, wo es irgendwie dazugehört hatte, religiös zu sein. Und so haben Menschen einiges vorgegeben und haben so getan, als ob sie religiöser als andere wären. In diesem Sinne, das Beste, was du mit Bigotterie tust, die du wahrnimmst, ignoriere sie. Mindestens in Mitteleuropa im Jahr 2016 ist das meistens die richtige Vorgehensweise.